der Begleiter zurückgeht, ist der Wolf. Jede Haushundrasse, ob klein oder groß, schnell oder eher langsam, fleißig oder bloß dekorativ, stammt von Canis lupus ab, dem eurasischen Wolf. Vielleicht haben unsere jagenden und sammelnden Vorfahren den Wolf dafür bewundert, dass er ihnen so ähnlich war. Beide gingen in kleinen Gruppen gemeinsam auf die Jagd, um Beute zu erlegen, die für das ganze Rudel reichte. Bis heute machen sich die Menschen die wölfischen Instinkte ihrer Haushunde für ihre Zwecke zunutze. Selbst von den sanftesten Hütehunden nimmt man an, dass sie modifizierte Versionen des genetischen Programms der Wölfe und ihres Jagdtriebs in sich tragen. Während es den Hunden, die sich mit den Menschen zusammentaten, gut erging, wurden die wild lebenden Wölfe zu Ausgestoßenen. Heute gibt es viele Millionen Hunde auf der Welt, aber nur 120.000 Wölfe. Vielleicht liegt es daran, dass die Wölfe das Gleiche wollten wie der Mensch. Großwild. Die Wölfe aber, die überlebt haben, sind noch heute zum Töten geboren. Von der Schnauze bis zum Schwanz. Der Wolf hat eine außergewöhnlich feine Nase, mit der er Hunderttausende verschiedener chemischer Spuren aufspürt und analysiert, die der Mensch nicht wahrnehmen kann. Er wittert Beute bereits aus 2 Kilometer Entfernung. Ähnlich scharf ist sein Gehör. Die langen, spitzen Ohren fangen Geräusche auch aus großer Distanz ein. Und im Schädel liegen Hohlräume, die den Klang verstärken. Bei idealen Bedingungen kann der Wolf die Bewegungen seiner Beute noch aus 16 Kilometer Entfernung hören. Und hier ist noch eine zweite Waffe am Werk. Sein Schädel ist für ein großes Gehirn mit einer komplexen Hirnrinde gebaut. Dieses Gehirn, rund 30% größer als das eines Haushundes, spielt die Schlüsselrolle bei dem fein abgestimmten Jagdstil des Wolfes, bei seiner komplizierten Kommunikationstechnik und seinem hochentwickelten Sozialverhalten. Wolfsrudel werden angeführt von einem Alpha-Paar, das auf die Wahrung der strengen Hierarchie achtet. In der Rangordnung folgen jüngere Geschwister und die erwachsenen Nachkommen des Paares. Danach ihr jüngster Wurf. Echte Kämpfe zur Verteidigung dieser Ordnung sind selten nötig. Die komplexe Bandbreite der Körpersprache der Wölfe reicht dafür meist aus. Auf dem nordamerikanischen Kontinent, wo das erste Mitglied einer Hundefamilie vor 37 Millionen Jahren auftauchte, ist der eurasische Wolf heimisch. In den USA nennt man ihn Grey Wolf, grauer Wolf. Grau ist er jedoch nur dem Namen nach. Manchmal erscheint er fast schwarz. Und im hohen Norden ist sein Fell oft weiß. Die Jagd beginnt meist mit einem gemeinschaftlichen Geheul, das als Signal zur Versammlung der anderen Wölfe des Rudels dient und zugleich als Warnung an andere Wölfe, sich dem Revier fernzuhalten. Erstaunlicherweise scheinen die Beutetiere in der Nähe dem eindringlichen Schlachtruf wenig Aufmerksamkeit zu schenken. Der Körper des Wolfes ist sowohl auf Ausdauer als auch auf Schnelligkeit ausgelegt. Anders als bei Katzenarten, die ihrer Beute auflauern, ist der Wolf für lange Verfolgungsjagden geschaffen. Seine Gliedmaßen sind lang und kräftig. Bei einem Angriff kann er seiner Beute in seiner federnden Gangart etliche Kilometer und Stunden folgen. Dank der starken Muskulatur seiner Hinterbeine kann er bis auf 45 Kilometer pro Stunde beschleunigen, während seine ständig ausgefahrenen Krallen für Bodenhaftung sorgen.
Diese großen Pfoten lassen sich beim Laufen weit spreizen. So kann der Wolf auch auf harschen Schneeoberflächen laufen, wo sein Opfer mit den schmalen, harten Hufen einbricht. Die Jagd ist genau koordiniert, normalerweise durch eines der Alpha-Tiere. Wölfe, die in der Rangordnung weiter unten stehen, testen abwechselnd die potenziellen Beutetiere, indem sie sie eine Weile jagen und dabei nach Zeichen von Schwäche oder Müdigkeit suchen. Währenddessen traben andere Wölfe aus dem Rudel nur locker und schonen so ihre Kräfte für den finalen Sprint. Während der Jagd kommunizieren Jäger und Beute. Durch das erhobene Haupt und den aufrechten Trab versucht der Elch dem Wolf zu vermitteln: Schau, wie stark und gesund ich bin. Ich muss nicht mal vor dir fliehen. Du brauchst mich gar nicht erst zu verfolgen. Diesen Gang nennt man Stotting. Erstaunlicherweise wissen die Wölfe aber sofort, wann der Elch sie zu täuschen versucht. Wenn sie seine Verwundbarkeit spüren, nutzen sie die Situation gnadenlos aus und schlagen zu. Hat der Wolf die Beute im Griff, kommt seine kräftige Gesichtsmuskulatur zum Einsatz, die 5 cm langen Zähne wie eine Schraubzwinge zusammenpresst. Wölfe haben 42 für das Fleischfressen bestens geeignete Zähne. Die Eck- und Backenzähne sind Reißzähne, die auf das Abreißen und Zermahlen des Fleisches spezialisiert sind. Der Verzehr der Beute folgt streng der Rangordnung des Rudels. Zuerst frisst das Alpha-Paar. Eurasische Wölfe können bei einer einzigen Mahlzeit bis zu 10 Kilo Fleisch fressen. Bei einem Rudel dieser Größe wird die Beute aber nicht lange vorhalten. Und die gemeinsame, synchronisierte Jagd wird bald von vorn beginnen. Sehen Sie gleich: Die Wildhunde Afrikas und Asiens, hochgradig soziale Killer, deren tödliche Fähigkeiten der Wissenschaft Rätsel aufgeben und deren Sozialverhalten dem Wort Familiensinn eine ganz neue Bedeutung verleiht. Sehen Sie außerdem, wie in einer entlegenen Provinz Indiens ein Hund unter Verdacht gerät. Ist er ein gnadenloser Menschenfresser? Der Wolf, schön, verachtet, verehrt und verfolgt, ist zweifellos tödlich. Aber er ist nur eine unter den vielen Wildhundearten, die durch ihre Angewohnheit im Rudel zu jagen zur blutigen Legende wurden. Das hier sind wilde Hunde, und wo sie sind, ist der Tod nicht weit. Sie unterscheiden sich zwar in Körperform und Farbe, aber was sie alle gemeinsam haben, ist in ihrem Schädel zu finden. Das große, komplexe Gehirn. Große Gehirne müssen viel lernen. Und Wildhunde, die in Rudeln leben, kümmern sich ungewöhnlich intensiv um ihre Jungen. Wie bei den Wölfen wird das Rudel von einem Alpha-Paar angeführt. Nur diesem Paar ist es erlaubt, sich fortzupflanzen. Die anderen Tiere des Rudels werden später aber an der Fütterung und Aufzucht der Welpen teilnehmen. Eine Erklärung hierfür könnte der Anstieg von Prolaktin sein, einem Hormon, das bei den Weibchen wie bei den Männchen des Rudels Brutpflegeverhalten auslöst. Zumindest bei den Wölfen scheint es sich so zu verhalten. Das Spielen ist wichtig für die Stärkung der wachsenden Glieder und das Erlernen koordinierter Bewegungen, Eigenschaften, die die Welpen später bei der Jagd brauchen werden. Gelegentlich bringen die Eltern und andere ältere Mitglieder des Rudels lebende Tiere mit nach Hause, an denen die Welpen ihre Jagdfähigkeiten schulen können. Das Spielen ist außerdem wichtig für die Entwicklung des Sozialverhaltens und die Einübung der hierarchischen Struktur des Rudels. Die Aufzucht dauert lange und die Szenen der Welpenpflege rühren uns immer wieder aufs Neue. Die familiäre Zärtlichkeit dient letztlich aber einem tödlichen Zweck. Hier wird ein ausgezeichneter Killer herangezogen, der seinen Platz und seine Aufgaben in der tödlichen Jagdmaschinerie genau kennt.
In Südafrika mündet der Fluss Okavango, der aus dem Hochland kommt, in die Wüste Kalahari und schafft dort ein gewaltiges Flussdelta. Ein seltenes, fast unberührtes Paradies für wildlebende Tiere. Einer der farbenprächtigsten Räuber der Erde ist hier zu Hause. Wie die meisten Wildhundearten wurde auch er eine Bedrohung genannt, eine Pest, ein Schandfleck der Landschaft. Sein lateinischer Name ist Lycaon pictus, was gemalter Wolf heißt. Er ist zwar kein Wolf, aber farbenfroh ist er in der Tat mit seinem spektakulär in Schwarz, Weiß und Brauntönen gezeichneten Fell. Kein anderer Wildhund ist derart auffällig gemustert. Die meisten sind farblich ihrer Umgebung angepasst. Der afrikanische Wildhund hingegen sticht hervor. Diese Hunde sind aber auch in anderer Hinsicht einzigartig. Der afrikanische Wildhund ist von allen wildlebenden Hundearten der am stärksten sozial organisierte. Er ist bekannt dafür, dass er sich um verwundete und kranke Tiere des Rudels kümmert. Außerdem nehmen alle Rudelmitglieder, egal ob weiblich oder männlich, an der Nahrungssuche für die Welpen teil. Das Rudel wird von einem Alpha-Paar angeführt, das lebenslang monogam lebt. Die beiden stehen einem Familienverband vor, der bis zu 30 oder 40 Mitglieder umfassen kann, die sich alle der Gruppe eng verbunden fühlen. Die Jagd beginnt mit dem bekannten Ritual. Das Alpha-Männchen ruft seine Krieger zusammen. Dann ziehen sie los. Voll ausgewachsen erreichen die Wildhunde ungefähr Schäferhundgröße. Einige ihrer Eigenschaften zeugen von einer weit zurückreichenden Abstammung. Ihre mittleren Zehen sind zusammengewachsen, sodass sie nur 4 Zehen pro Fuß haben. Außerdem haben sie kräftige Schlüsselbeine, die bei Hunden heute fast ganz verschwunden sind. Ihre eigentümliche Zeichnung, die sie so markant von anderen Wildhunden unterscheidet, könnte mit der Koordination ihres Jagdverhaltens zusammenhängen. Sie müssen einander auf weiten, offenen Ebenen erkennen können und ihre individuelle Zeichnung macht sie so unterscheidbar wie ein Fingerabdruck. Lechwe-Antilopen fliehen vor dem gut organisierten Rudel. Die Lechwe sind schon seit langer Zeit an den sumpfigen Lebensraum des Okavango-Deltas gewöhnt und können sich mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Eleganz durch das Wasser bewegen. Aber die Hunde sind hartnäckig und schließlich auch siegreich. Jemand muss das Essen nach Hause bringen. In diesem Fall ernährt das Alpha-Weibchen 2 Würfe, ihren eigenen und den eines untergeordneten Weibchens, den sie übernommen hat. Und die Fütterung dieser vielen Welpen ist eine Vollzeitaufgabe. Sie hat stolze 14 Zitzen, eine Zahl, die bei den Kaniden sonst nur von einem kleinen Wildhund am äußersten Ende der Erde erreicht wird, dem Polarfuchs. Das Alpha-Weibchen will nun seinerseits gefüttert werden und ein heimkehrender Jäger wirkt pflichtschuldig eine Mahlzeit hoch. Der Wildhund ist unter den Hunden Afrikas der beste Langstreckenjäger. In den weiten Ebenen der Serengeti machen diese Hunde Jagd auf Tiere bis hin zur Größe von Gnus. Geduld, Ausdauer und Zusammenarbeit zeichnen ihre Art des Tötens aus. Ohne Teamwork sind Tiere dieser Größe nicht zu erlegen. Daher versuchen einige Wildhunde, die Beute von hinten zu verletzen, während andere die sensible Schnauze angreifen. Wieder andere versuchen, den Bauch des Opfers aufzuschlitzen. Es ist diese Technik, die dem Wildhund den Ruf eingetragen hat, ein besonders grausamer Mörder zu sein. Wildhunde sind aber körperlich nicht in der Lage, ihr Opfer zu ersticken, wie es beispielsweise die Raubkatzen tun. Ist die Beute einmal erlegt, verhalten sich die Hunde äußerst diszipliniert. Kämpfe um die Beute kommen nicht vor.
Die Wildhundrudel sind Gruppen mit engem Zusammenhalt, in denen jedes Mitglied von klein auf seinen Platz in der Hackordnung kennt. Bei den afrikanischen Wildhunden heißt das Prinzip einer für alle, alle für einen, vor allem eins. Sie sind zum Töten geboren. Durch die weiten Ebenen von Afrika südlich der Sahara ziehen riesige wandernde Gnu-Herden. Und hier wirkt sich die Spezialität der Hunde, das Teamwork, ganz besonders tödlich aus. Jedes Jahr bildet das Weideland Tansanias mit seinen sanft geschwungenen Hügeln die Bühne für ein geradezu klassisches Duell. Während der Regenzeit versammeln sich hier die Thompson-Gazellen, um ihre Jungen zur Welt zu bringen. Durch ihre farbliche Anpassung an die Wiesen sind die neugeborenen Gazellen als Beute zunächst einmal schwer auszumachen. Ihr Feind aber ist einer der sagenumwobensten Hunde der Welt. Im Nahen Osten kommt der Schakal in vielen Erzählungen als Inbegriff des schlauen Betrügers vor. Im alten Ägypten war er Anubis, der Gott der Unterwelt. Und auch heute noch beschwört das Wort Schakal ein Bild legendärer und todbringender Schleuer herauf. Schakale sind familienorientierte Hunde. Sie leben im Allgemeinen in monogamen Paaren, gelegentlich mit einem Helfer, einem Kind aus dem Wurf des letzten Jahres, das bei der Aufzucht der Jungen mithilft. Und jetzt, wo die Thompson-Gazellen gebären, unterstützt der Helfer das Schakalpaar auch bei der Jagd. Die Erfahrung sagt den Schakalen, dass da, wo sich weibliche Gazellen aufhalten, die Jungen nicht weit sind. Und die Muttertiere sind hin- und hergerissen. Einerseits wollen sie Distanz zum Neugeborenen halten, um dessen Versteck nicht zu verraten. Andererseits suchen sie seine Nähe, um es im schlimmsten Fall verteidigen zu können. Die Gazelle hat aber bereits die Kontrolle über die Situation verloren. Das Kitz flieht und ist erstaunlich wendig und beweglich für ein so junges Tier. Das Muttertier läuft im Zickzack vor einem Schakal hin und her, um ihn von der Beute wegzulocken. Der Schakal steht aber nicht umsonst im Ruf, besonders schlau zu sein. Er fällt auf das Manöver nicht herein. Weitere Gazellen kommen zur Hilfe. Aber während ein Schakal flieht, greift seine Gefährtin von hinten an. Und auch sie wird von dem verzweifelten Muttertier in die Flucht geschlagen. Eine Weile sieht es nach einem Patt aus. Aber der Schakal scheint zu spüren, dass der Erfolg letztlich nur eine Frage der Zeit ist. Diesmal greifen die Schakale gemeinsam an, mit gefletschten Zähnen und gesträubtem Nackenfell. Und die Mutter ergreift die Flucht. Es ist ein brutales Ende für die junge Gazelle und zugleich ein vielsagender Moment im Leben dieser Killer. Während das Weibchen frisst, entfernt sich das Männchen einige Meter und hält Wache. Das Weibchen ist trächtig und braucht die Nahrung nötiger als das Männchen. Es bekommt den ersten Gang, den nahrhaftesten Teil der Beute. Danach teilt das Weibchen den Rest des Kadavers in zwei Teile und überlässt die eine Hälfte ihrem hingebungsvollen Partner. Für die Schakale zahlt sich die Zusammenarbeit offensichtlich aus. Studien haben belegt, dass Schakale bei der Jagd auf Gazellenkitze als Paar dreimal so erfolgreich sind, wie wenn sie alleine vorgehen. Wildhunde mit stark ausgeprägtem Sozialverhalten gibt es allerdings nicht nur in Nordamerika und Afrika. Eine der sozialsten Hundearten der Welt lebt woanders. Exotisches, rätselhaftes Indien.
Hier ist der Tiger zu Hause. Und ein roter Geist, einer der ungreifbarsten und am wenigsten verstandenen Hunde der Welt. Es handelt sich um den asiatischen Wildhund oder Rothund. Seine Größe, ungefähr die eines mittelgroßen Haushundes, lässt zunächst nicht viel vermuten, aber er ist ein Killer, der keinen Spaß versteht. Berichten zufolge haben Rothundrudel Leoparden und sogar Tiger getötet. Und es ist die Organisation als Rudel, der Rothund seine außergewöhnliche Stärke und Tödlichkeit verdankt. Aber wie sein afrikanischer Verwandter kultiviert dieser Wildhund seine mörderischen Fähigkeiten in einer Welt des rücksichtsvollen Zusammenlebens? Rothunde wurden einmal bei der Pflege eines gelähmten Welpen gefilmt, der ohne diese Zuwendung schon Monate vorher gestorben wäre. Zu Kolonialzeiten wurden die Rothunde immer wieder für das Verschwinden von Menschen verantwortlich gemacht. Vor kurzem aber geriet ein anderer Wildhund Indiens in den Verdacht, für eine ganze Reihe von Todesfällen verantwortlich zu sein. Es ging um tote Kinder. In Uttar Pradesh wurden 1996 76 Kinder angegriffen, von denen 46 starben. Ein grauenhafter Serienmord, verübt von einem rätselhaften Menschenfresser. Auf dem Höhepunkt der Serie fiel dem Mörder alle drei Tage ein Kind zum Opfer. In Indien sind menschenfressende Leoparden und Tiger nichts Ungewöhnliches. Auch auf Hyänen und Schakale fiel der Verdacht. Die Fellreste, die man am Tatort gefunden und mit dem Elektronenmikroskop untersucht hatte, stammten aber nicht von Leoparden, Tigern, Hyänen oder Schakalen. Es war das Fell eines Wolfs. Das hier ist der indische Wolf, eine Unterart des eurasischen Wolfs. In Gegenden, die von der Zivilisation noch unberührt sind, jagt der indische Wolf weiterhin seine bevorzugte Beute, die Hirschziegenantilope. Wölfe haben bekanntermaßen große Scheu vor Menschen und Berichte über Angriffe von Wölfen sind selten. Und selbst die Bewohner von Uttar Pradesh wollten zunächst nicht glauben, dass Wölfe die Täter gewesen sein könnten. An den Schauplätzen gab es aber deutliche Spuren von Wölfen und Fellreste von Wölfen. Und als schließlich Wölfe abgeschossen wurden, gab es auch keine weiteren Todesfälle mehr. An diesem Ort der Armut haben die Menschen mit ihren Bedürfnissen die Tiere vertrieben, die dem Wolf sonst als Beute dienten. Die Erwachsenen müssen sich um die Tierhaltung kümmern, die das Auskommen der Familie sichert, und überlassen die Kinder weitgehend sich selbst. Vielleicht trafen ein hungriger, streunender Wolf und sein Rudel auf ein solches Kind und legten sich mörderische Gewohnheiten zu. Und gleich in zum Töten geboren, wilde Hunde, die im Rudel jagen, sind vielleicht die furchterregendsten unter den räuberischen Hunden. Aber die erfolgreichsten sind oft einzeln jagende Killer, die mit spektakulären akrobatischen Einlagen töten. Wildhunde, die im Rudel jagen, haben eine räuberische Perfektion erlangt, die weltweit ihresgleichen sucht. Aber es gibt die mörderischen Hunde in vielen Varianten. Dank ihrer Anpassungsfähigkeit können sie ebenso gut als Einzelgänger zu bemerkenswerten Killern werden. Das ist das spektakuläre äthiopische Hochland, das Dach Afrikas. Thank you.
Eine überwältigende natürliche Festung. Hier sind die letzten Exemplare eines außergewöhnlichen Raubtiers zu Hause. Man hat ihn lange Simien-Fuchs oder roten Schakal genannt. Aber die DNA dieses seltenen Hundes spricht eine überraschende Sprache. Er ist mit den Wölfen Nordamerikas enger verwandt als mit den Wildhunden Afrikas und sollte eigentlich äthiopischer Wolf genannt werden. Wie seine Verwandten in der neuen Welt lebt der äthiopische Wolf in Rudeln mit engem sozialem Zusammenhalt. Und wenn früher große Beutetiere in Reichweite waren, jagte er sicherlich auch im Rudel. Im Laufe der Zeit wurde er aber in abgelegene Gegenden des Hochlandes zurückgedrängt, wo nur noch rund 400 dieser Wölfe leben und sich von wesentlich kleineren Tieren ernähren. Obwohl sie einander gelegentlich besuchen und gemeinsam das Revier verteidigen, geht bei der Jagd jeder seine eigenen Wege. Ihre bevorzugte Beute ist der bizarre Riesengraumull, ein Nagetier, das so selten ist wie sein Jäger. Der Riesengraumull wirft einen Blick aus dem Bau. Mit seinem nicht sehr scharfen Sehvermögen scheint er den hungrigen Wolf nicht zu bemerken. Die Jagdmethode des Wolfs? Er stürzt sich auf den Mull und gräbt wie verrückt. In die Enge getrieben kann der Riesengraumull gefährlich werden. Aber der Wolf hat Hunger. Dieses eigentümliche Nagetier ist für ihn genau die richtige Mahlzeit. Außerdem hat er familiäre Verpflichtungen. Denn obwohl diese Wölfe alleine jagen, wird die Nahrung mit der Familie geteilt. Manchmal bringt der Wolf die Beute auch lebend mit nach Hause. So lernen die Jungtiere einiges über die Jagd. Auf der anderen Seite der Welt jagt ein anderer, einsamer, vom Aussterben bedrohter Wolf, obwohl er nur dem Namen nach zu den Wölfen gehört. Tief im Landesinneren Brasiliens, in der Graslandschaft des Cerrado, ist dieses rätselhafte Tier zu Hause. Der Mähnenwolf ist der letzte seiner Art, ein mysteriöser Überlebender einer 6 Millionen Jahre alten Wildhundegattung. Mit seiner schwarzen Mähne und seinen langen Beinen wurde dieses elegante Tier auch ein Fuchs auf Stelzen genannt. Als der mit Abstand größte Hund ist der Mähnenwolf mit seinem anmutigen Körperbau zum Töten geboren. Durch seinen hohen Wuchs kann er über das Gras hinweg nach Beute Ausschau halten. Einheimischen Legenden zufolge kann dieser Hund mit Blicken töten. In seinen Augen verbirgt sich eine tödliche Magie. Seine feine Nase und die großen Ohren haben eine Bewegung wahrgenommen. Neben dem Mähnenwolf sind heute Nacht auch noch andere Tiere unterwegs, die zum Töten geboren sind. Das ist eine Grubenotter, hochgiftig und in der Lage, Menschen zu töten. Für den Wolf aber ist sie ein potenzielles Abendessen. Der Mähnenwolf ist klug genug, nicht von vorne anzugreifen. Er umgeht die Gefahr des tödlichen Kopfes, indem er auf das hintere Ende der Schlange zieht. Während sie bei lebendigem Leibe verspeist wird, unternimmt die Viper einen letzten vergeblichen Versuch zurückzuschlagen. Der Wolf scheint unbeeindruckt. Vielleicht ist er sogar immun gegen das Schlangengift. Im Gegensatz zu fast allen anderen Kaniden sind die Mähnenwölfe Einzelgänger, die nur für die Fortpflanzung zusammenkommen. Die Aufzucht der Welpen erledigen die Weibchen dann wieder allein. Sie sind aber keineswegs die einzige Hundeart, die bevorzugt alleine jagt. Es ist ebenso eine der tödlichen Eigenschaften einer bemerkenswert erfolgreichen Gattung, der Füchse. Vor 5 Millionen Jahren bildeten sich zwei Hauptzweige der Hundefamilie heraus. Und die Füchse trennten sich von den Wölfen. Anfangs waren die Füchse nicht so erfolgreich wie ihre wölfischen Verwandten. Jetzt aber, da die meisten Wölfe fast überall vom Menschen so stark verfolgt wurden, dass sie vom Erdboden verschwunden sind, haben sich die Füchse an den Rändern der Zivilisation eingerichtet und dort zu klugen Killern entwickelt. Da
Das ist der Rotfuchs, der größte der heutigen Füchse. Man kennt ihn aus Fabeln und Legenden. Er ist das am weitesten verbreitete Raubtier der Erde, fast in der gesamten nördlichen Hemisphäre und in Australien ist er heimisch. Das eindrucksvolle Spezialfach des Rotfuchses ist der Luftangriff. Erster Schritt, die Ortung der unsichtbaren Beute. Mit seinem scharfen Gehör, das besonders niedrige Frequenzen wahrnehmen kann, kann der Fuchs die Position eines Nagetiers aufgrund seines Raschelns bis auf einen Grad genau bestimmen. Hat er sein Opfer ausgemacht, startet der Rotfuchs den spektakulären Angriff, indem er sich mit seinen kräftigen Hinterläufen nach oben abstößt. Sie sind im Verhältnis zum restlichen Körper länger als die Hinterläufe jedes anderen Wildhundes. Wenn er Distanzen überbrücken will, springt der Fuchs in einem 45-Grad-Winkel ab. So kann er mit einem einzigen Satz 5 Meter zurücklegen. Da er aber besonders hoch und kräftig abspringen muss, um durch verharschte Schneedecken stoßen zu können, hat er die Fähigkeit entwickelt, in dem erstaunlichen Winkel von 80 Grad abzuheben. Zusätzlich ist der Rotfuchs auch leichter als Arten vergleichbarer Größe und kann dadurch länger in der Luft bleiben. Mitten im Flug schlägt er mit dem Schwanz, um noch im letzten Moment die Flugbahn zu korrigieren. Dann kommt die Punktlandung und das Ende eines unglücklichen Nagetiers. Viele Kaniden jagen mit Sprüngen und einige Wölfe sind trotz ihrer Größe sehr geschickte Akrobaten beim Mäusefang. Aber keiner kann dem Rotfuchs das Wasser reichen. Das äußerste Ende der Welt ist ein lebensfeindlicher Ort. Aber selbst hier hat die Familie der Hunde eine Nische gefunden. Auf halbem Wege zwischen dem nördlichsten Zipfel Norwegens und dem Nordpol liegt die Inselgruppe Svalbard. Im Winter ist sie ein eisiger Archipel, auf dem die Räuber nach Belieben kommen und gehen können, solange sie die Kälte ertragen. Im Winter trägt der Polarfuchs ein eindrucksvolles weißes Fell zur Schau, das wärmste aller Säugetierfelle. Um den Wärmeverlust gering zu halten, hat dieser Fuchs kürzere Ohren und Beine und einen kürzeren Schwanz als andere Füchse. Er ist so perfekt an die Kälte angepasst, dass er erst ab 70 Grad minus zu zittern beginnt. Eine weitere günstige Einrichtung in dieser eisigen Landschaft ist die dichte Behaarung seiner Pfoten. Sein lateinischer Name ist Lagopus, was so viel wie der Hasenfüßige heißt. Unter diesen extremen Bedingungen lebt der Polarfuchs sowohl von Aas als auch von der Jagd und ist besonders glücklich im Gefolge eines anderen Killers, des Eisbären. In sicherem Abstand folgt er diesem kräftigen Raubtier, um Beutereste zu ergattern und in den natürlichen Kühlschränken der Arktis zu verstecken. In den kurzen Sommern des hohen Nordens wirft der Polarfuchs sein weißes Winterfell ab. Sein Sommerfell ist farblich an die blau-graue und braune Umgebung angepasst. Es ist eine Zeit des Überflusses für den Fuchs, der jetzt ganz zum Jäger wird. Zehntausende Lummen haben diese Felswand einer arktischen Insel in einen Brutfelsen verwandelt. Die stärksten Vögel haben ihre Brutplätze auf halber Höhe des Felsens angelegt, weil sie dort am sichersten sind. Die Nester ganz oben hingegen sind angreifbar.
erbeuteten Ei und vergräbt es. Ein reicheres Mahl erwartet ihn aber bereits in wenigen Wochen. Die Zeit für den ersten lebensgefährlichen Auftritt der Lungenküken ist gekommen, obwohl sie noch nicht fliegen können. Die mehreren hundert Meter zum Meer hinab müssen sie im Gleitflug zurücklegen. Die Eltern begleiten die meisten Küken dabei, aber sie können nicht verhindern, dass einige vom Weg abkommen und in die wartenden Schnäbel der Eismöwen geraten. Und manche schaffen es gar nicht erst bis zum Meer. Der kleine Polarfuchs ergreift die Gelegenheit. Das Küken ist Futter für seine Jungen und ein Spielzeug, an dem sie ihren gerade erwachenden Killerinstinkt üben können. Sie tun gut daran, die Zeit sinnvoll zu nutzen, denn der grausam kurze arktische Sommer ist schon fast wieder vorüber und die Welpen werden in langen und kalten Winternächten ums Überleben kämpfen müssen. Von der nördlichsten Spitze der Erde führt uns unser Weg ins südliche Afrika. Aus der extremen Kälte in die sonnenverbrannten Weiten einer anderen Ödnis, der Kalahari-Wüste. Ein endloses, weites, ausgedörrtes Land mit glühenden Temperaturen, in dem in manchen Jahren kein Tropfen Regen fällt. Dafür gibt es hier eine erstaunliche Vielfalt an Tieren, die hier nicht nur überleben, sondern sogar ausgesprochen gut zurechtkommen. Und während einige Hunde sich auf das Großwild der Kalahari spezialisiert haben, ist es anderen gelungen, eine Nische der ganz anderen Art zu besetzen. Diese gewaltigen Ohren gehören zu einem Löffelhund, einem zähen kleinen Raubtier in einer rauen Welt. Wegen seiner im Vergleich zu anderen Füchsen wesentlich kleineren und zarteren Zähne streitet man darüber, ob der Löffelhund überhaupt zu den Füchsen gehört. Seine Spezies gab es tatsächlich schon vor der evolutionären Trennung der Wölfe und der Füchse. Mit einem Gewicht von nur 4 Kilo muss sich der Löffelhund auch von seinen Vettern, den Schakalen, in Acht nehmen. Wobei ihm hier seine Fähigkeit zugutekommt, beim Laufen blitzschnell und ohne Geschwindigkeitsverlust Haken zu schlagen. Wenn sie ruhen, geben die Füchse über ihre unverwechselbaren Ohren Wärme ab. Das Blut wird durch die Ohren gepumpt, kühlt auf deren großer Oberfläche ab und kehrt in den Blutkreislauf zurück. Auf der Pirsch dienen ihm die gleichen Ohren dann als gewaltige Schalltrichter, mit denen er schon die kleinsten Raschelgeräusche seiner Beute so genau einfängt wie ein Radarempfänger. Skorpione scheinen zunächst keine sehr geeignete Mahlzeit, aber der Löffelhund ist offenbar gegen ihren Giftstachel immun. Der Löffelhund trinkt nur selten. Flüssigkeit nimmt er über seine Beute auf. Und zu seinen bevorzugten Beutetieren gehören Termiten. An dieser Stelle kommt der bemerkenswerte Kieferbau des Löffelhundes ins Spiel. Da sich Termiten sehr schnell bewegen, hat der Unterkiefer des Löffelhundes sich zu einer einzigartigen Konstruktion entwickelt, die von kräftigen Muskeln bewegt wird. So kann er mit der Geschwindigkeit von 3 Bissen in der Sekunde nach Termiten schnappen. Von der Wüste in die Arktis, von den Bergen bis zum Meer, sind die Füchse weltweit vollendete Überlebenskünstler und absolut zum Töten geboren. Sehen Sie gleich bei Zum Töten geboren, was passiert, wenn Killerhunde gegeneinander kämpfen. Auf dem epischen Schlachtfeld des Yellowstone-Nationalparks geht es Hund gegen Hund.
allem teilweise lebenslangen Zusammenhalt der Hunde im Rudel und als Paar haben Hunde doch wenig Mitgefühl für Hunde anderer Arten oder auch nur anderer Familien. Eine überraschende Todesursache für Wildhunde ist oftmals der Wildhund. Vor der Kulisse des Yellowstone-Nationalparks mit seiner spektakulären Schönheit entfaltet sich ein echtes amerikanisches Drama. Zwischen den geothermalen Wundern in einem der vulkanisch aktivsten Gebiete der Erde findet sich hier eine einzigartige Vielfalt wildlebender Tiere. Und hier lebte der Kojote seit Jahrtausenden im Schatten des Wolfes. Er ist ungefähr halb so groß wie sein großer Verwandter, hat eine spitzere Schnauze und größere Ohren und ist damit weniger für die Jagd im Rudel geeignet als für eine Existenz als Aasfresser und Jäger kleinerer Lebewesen. Verschwand der Wolf für 60 Jahre aus dem Yellowstone-Nationalpark. Ausgerottet mit Gewehren, Gift und Fallen. Und der Kojote füllte die Lücke. Kojoten übernahmen die Lebensweise des Wolfes und begannen, Rudel mit strikten Hierarchien zu bilden und gemeinsam zu jagen, um die großen Tiere des Yellowstone erlegen zu können. Es waren ruhmreiche Zeiten für den kleinen Räuber. Und 1996 endeten sie abrupt. Der Wolf kehrte zurück. Niemand wusste, was passieren würde, als die Biologen mit der Wiederansiedlung kanadischer Wölfe begannen. Ihr Ziel war es, das Ökosystem der Vergangenheit wiederherzustellen. Was dann geschah, war ein großer Glücksfall für die meisten Aasfresser. Es stellte sich heraus, dass die Wölfe bestens für das Leben im Park geeignet waren. Sie hinterließen eine Spur aus Tierkadavern. Einige Wölfe zeigten sich relativ nachsichtig gegenüber dem Interesse der Kojoten an der Beute, andere hingegen nicht. Im tiefen Winter kann dieser hungrige Kojote der Versuchung eines Elchkadavers nicht widerstehen. Er sondiert das Gelände und von den vollgefressenen und schläfrigen Wölfen scheint keine Gefahr auszugehen. Er ahnt jedoch nicht, dass dieser Wolf, das Alpha-Weibchen des Rudels, für das Töten von Kojoten berüchtigt ist. Sie macht selbst vor Wölfen anderer Rudel nicht Halt. Sie belauert den Kojoten wie jede andere Beute auch. Einige andere Tiere des Rudels folgen ihr und kreisen den hungrigen und unaufmerksamen Kojoten ein. Sein Schicksal ist besiegelt. Die Zahl ausgewachsener Kojoten ist im Yellowstone-Nationalpark seit der Wiederansiedlung des Wolfes um die Hälfte gesunken. Die Überlebensrate ihrer Welpen ist hingegen gestiegen. Aber es ist eine alte Geschichte. Überall auf der Welt, wo verschiedene Hundearten aufeinandertreffen, gibt es ein Blutbad. Wölfe töten andere Wölfe, Füchse töten Füchse, Schakale töten Löffelhunde und so geht es immer weiter, die ganze Nahrungskette entlang. Es ist nur eins von vielen Mitteln, mit denen die Natur sicherstellt, dass ihre erfolgreichsten Raubtiere für das Überleben in einer rauen Welt gerüstet sind. Ob sie ihre Beute in Rudeln mit der Präzision eines Killerkommandos über die Ebenen Nordamerikas oder Tansanias hetzen, ob sie alleine oder von oben herab aus der Luft angreifen, ob sie dem eisigen Wind des hohen Nordens und den ausgedörrten Weiten Südafrikas trotzen oder ob sie sich zu Tode duellieren. Die Wildhunde der Welt sind unendlich anpassungsfähig. Sie sind Meister ihres Fachs und zum Töten geboren.